Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tlar und heute bin ich mal wieder für euch in Warlords of Draenor unterwegs, denn ich wollte euch hier so ein neues kleines Format von mir präsentieren. Und zwar, dem aufmerksamen Leser ist es sicher schon aufgefallen, dass es hier um Ruhrfraktionen geht. Und zwar wollte ich da so eine kleine neue Reihe starten und da dementsprechend die ganzen Anführungszeichen neuen Ruhrfraktionen in Warlords of Draenor zu präsentieren. Also sprich, wo sind sie denn, wo kriegt man die Belohnung, was für Belohnungen kriegt man und was muss man tun, um den dementsprechenden Ruf zu erreichen. Ja, bevor wir jetzt aber auf die erste Fraktion eingehen, wollte ich erstmal noch so ein bisschen zu dem insgesamten Zusammenhängen sagen. Und zwar hatte ich vor, jetzt hier zu jeder einzelnen Ruffraktion ein Video zu machen, wo ich das Ganze, was ich eben aufgezählt hatte, zeigen werde. Aber da ich ja auch verschiedene andere Reihen habe und das gern irgendwo so ein bisschen mit unterbringen möchte, werde ich das dann so machen, dass ich jetzt für alle Mounts, die es von Ruffraktionen gibt, ein Video zu den Mount Guides mache, dann selbiges für Pets, für Begleiter und für Toys nochmal machen werde. Also sprich, dass ich in jeder Reihe ein Video habe, aber dann halt für alle Ruffraktionen zusammen und in der Rufreihe im Endeffekt jede Ruffraktion einzeln beleuchte und das dann auch so ein bisschen miteinander verlinke. Da werde ich aber dementsprechend noch schauen, wie ich das Ganze angehen werde. Ja, so viel dazu. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen, naja, in Anführungszeichen Guide, würde ich jetzt mal sagen. Eigentlich wollte ich es euch eher so ein bisschen demonstrieren, weil schwierig ist, das Ganze hier nicht zu erfarmen, sondern einfach nur so ein bisschen, um das vorzustellen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Hier seht ihr schon ein Mount, das wir von der ersten Ruffraktion erhalten, die ich heute beleuchten werde. Und zwar schauen wir da erstmal ins Ruffenster. Da müssen wir ganz, ganz hoch scrollen, ein bisschen pausen, ein bisschen langsamer, ein bisschen pausen. Ja, ich habe einige Fraktionen auf ehrfürchtig, wie man hier sehen kann. Die ein oder andere neue gehört mittlerweile auch dazu, weil ich das Ganze schon vor einer sehr langen Weile, also bestimmt vor ein, zwei Monaten schon gefarmt hatte, aber bis jetzt einfach nicht dazu gekommen bin, mal dieses Format zu starten. Ja, jetzt kommen wir mal zu der ersten Fraktion, und zwar Shatar-Verteidigung. Und ja, das schauen wir uns erstmal den Text an. Die Verteidiger von Shadrath kämpfen nach dem Verrat aus den eigenen Reihen darum, die Kontrolle über ihre Hauptstadt zurückzuerlangen. Und ja, wo kriegen wir die Shadrath-Verteidiger her, beziehungsweise wo kriegen wir den Ruf her? Es ist erstmal so, dass die Shadrath-Verteidiger ein bisschen eine verzwicktere Fraktion sind, denn ihr kriegt nicht einfach Ruf bei ihnen, wenn ihr Mobs umhaut, sondern ihr müsst erst ein bestimmtes Garnisonsgebäude haben, um überhaupt diese Fraktion in Anführungszeichen freizuschalten, also sprich, dass ihr Ruf erhalten könnt. Und zwar ist das der Handelsposten. Hier seht ihr ihn vor uns. Das ist der Handelsposten auf der Stufe 3. Wie ihr das Ganze erreichen könnt, das zeige ich euch jetzt mal ganz schnell. Und zwar geht ihr dazu in euer Garnisonshauptgebäude, je nachdem, was ihr für eine Stufe habt. Und dann seht ihr hier diesen Zeichentisch oder Architektentisch, wie er denn hier heißt. Und dann geht ihr unter mittlere Gebäude und könnt hier einfach den Handelsposten bauen. Ich mache das jetzt hier an der Stelle nicht, weil ich dementsprechend den Handelsposten schon habe. So, wenn ihr den Handelsposten dann habt, könnt ihr euch in den Handelsposten begeben und auch dementsprechend die Rufhändler für finden, also die sind dann auch direkt in diesen Handelsposten und die sind auch nirgends anders. Also sprich, ihr braucht auf jeden Fall den Handelsposten, um die Belohnungen zu erhalten, beziehungsweise auch den Ruf freizuschalten. Ne? Jetzt schauen wir ja mal, und zwar seht ihr schon, da haben wir so ein Shatar hier drin und hier haben wir den Rüstmeister der Shatar-Verteidigung, und der hat hier einige nette Items für uns. Und zwar haben wir unter anderem hier so ein Elixier. Sowas gibt es ja bei allen neuen Ruffraktionen, also sprich in Warlords of Draenor, sind aber relativ nutzlos. Man kann sich es natürlich kaufen. Für dieses erhalten wir für 30 Minuten 5% mehr Bewegungsgeschwindigkeit, aber nur ein Gorgon. Also nettes Gimmick, aber braucht man eigentlich nicht wirklich. Dann haben wir hier noch einen Trinket. Hierfür brauchen wir einen wohlwollenden Ruf, dafür brauchen wir eine freundlich. Ist 6,15er, ja, ist für 95, also sprich, wenn man beim Leveln schon den Ruf holt, kann man sich das holen, aber jetzt auch für einen maximalen Level-Char nichts Besonderes. Dann kommen wir zu den Spielzeugen, die wir erhalten kann, und zwar haben wir diesen Seelenrettungskristall. Das ist das erste Spielzeug, das werde ich jetzt hier an der Stelle gleich mal kaufen, mal nur das Inventar einen Ticken aufräumen, dass ich das Zeug auch wiederfinde. Dann haben wir hier das zweite Spielzeug, Medaillon des Shatar-Beschützers. Das kaufen wir auch mal. Also ein bisschen Gold muss man hier schon lassen, ihr seht es.
Dann haben wir hier einen ja, Begleiter, den holen wir uns ebenfalls. Und dann haben wir hier, also das braucht man auch, einen Respektvollruf, hier auch danach wohlwollend. Okay, dann haben wir hier einige Rüstungsteile, die werden wir uns jetzt mal anschauen. Und zwar seht ihr mit diesen Rüstungsteilen genauso aus wie hier diese Starverteidiger. Wenn wir uns alles anlegen, sieht schon gar nicht so schlecht aus. Gut, an der Elfin ist es jetzt natürlich nicht das Beste und die Waffe passt hier auch nicht dazu. Aber ist, denke ich mal, ein nettes Transmog-Set. Ist aber hier für Platte ausgelegt. Also dementsprechend dann gucken. Das werde ich mir jetzt an der Stelle nicht kaufen, weil ich es nicht unbedingt brauche. Ich mein persönliches Transmog-Set dann doch besser finde. Ja, dann kommen wir noch zu den zwei wichtigeren Items. Und zwar zum einen hier ein Pet. Da würde ich sagen, kaufe ich mir doch gleich nochmal eins. Also ihr seht schon, eins von drei gesammelt, aber man kann ja nie genug haben. Zumal ich diesen Handelsposten jetzt auch wieder abreißen werde, um eine andere Ruffraktion hochbasteln zu können. Also sprich, der versperrt mir schon seit geraumer Zeit den Slot, aber ich bin, wie ich vorhin schon gesagt hatte, nicht zu dem Video gekommen, deswegen habe ich ihn bis jetzt stehen lassen. Ja, und dann haben wir hier natürlich noch einen Mount, das hatte ich ja eingangs schon gezeigt, diesen gepanzerten Eisenzahn. Den werde ich mir jetzt nicht kaufen, weil ich ihn schon habe. Ihr seht hier, müsst ihr schon ein bisschen Gold lassen, beziehungsweise auch Apexis-Kristall. Also sprich, wenn man da ein paar vorfarmt, ist das nicht von Nachteil. So, ich würde sagen, gehen wir mal nach draußen und schauen uns das Ganze an. Wir haben uns jetzt hier zwei Spielzeuge gekauft, und zwar hier diesen Seelenrettungskristall und dann dieses Medaillon, dieses lernen wir gleich mal und schauen uns das auch mal an, was das Zeug kann. Und zwar haben wir dann den Seelenkristall. Ach ja, da steht ja schön neu dran. So, dann haben wir hier einen Buff. Seele geschützt. Schützt eure Seele eine Stunde lang vor Dämonen. Ja, okay. Einfach ein nettes Gimmick. Ich nehme nicht an, dass es wirklich was bringen wird. So, und dann haben wir ja noch dieses Medaillon uns geholt. Hier haben wir es. Setzen wir auch mal ein. Nein, das wollen wir nicht. Ja, was macht es denn Schönes? Werdet eine Stunde lang zu einem Beschützer der Shatar. Ja, ich schaue aus wie ein Beschützer der Shatar. Ja, das ist sogar ein ganz, ganz nettes Model. Also so mit den Rüstungsteilen. Sieht echt gut aus. So ein bisschen Paladin-Style. Hat was. Kann man auf jeden Fall auf der Liste lassen mit den besseren Verwandlungseffekten. Zumal eine Stunde sind die wenigsten. Die meisten haben ja nur 10 Minuten oder weniger. Das mit einer Stunde ist schon ganz gut. Okay, so viel zu den Spielzeugen. Dann haben wir hier noch einen Begleiter. Den lernen wir auch mal. Der ist sogar Stufe 100 und gleich blau. Also eine wunderbare Sache, wenn ihr da noch hingehend noch nicht viele Begleiter habt. Ja, ist das auf jeden Fall einer, der sich lohnen würde. Und dann haben wir ja noch zwei Teile, und zwar einmal das Pet, das lernen wir auch nochmal. Schauen wir gleich mal hier. Und zwar, es müsste ja ganz unten sein, weil so viele Level 1 habe ich nicht mehr. Da haben wir ihn. Ja, ist einfach so ein Netherrochen. Jetzt nichts Besonderes, aber halt dementsprechend wieder ein Pet mehr. So, und natürlich das Mount, das zeige ich jetzt hier zu guter Letzt nochmal. Gepanzerter. Ja, man sollte natürlich unter Mounts. Ach ja, ich hatte es hier schon rausgesucht. So, da haben wir es. Das ist so ein Elec mit Stahl beschlagen und hier aus diesen lodernden Augen, beziehungsweise warum die Hörner jetzt lodern, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber sieht schon ganz cool aus, also zumindest für ein Elec sieht es cool aus, ja, weil ich nicht so der Elec-Fan bin. Ja, gut, so viel dazu. Dann sollte ich vielleicht nur das eine oder andere Wort dazu verlieren, wo ihr denn überhaupt den Ruf herkriegt. Und zwar. Ja, es ist relativ einfach. Was wir am Anfang schon im Text erlesen konnten, ist, dass es halt die Shatar-Verteidiger sind und ihre Hauptstadt verteidigen wollen. Und was ist wohl die Hauptstadt bei den Draenei, die schon Shatar-Verteidiger heißen? Natürlich hier Shadrat. Und ja, hier wisst ihr ja, also spätestens durch die Dailies, wenn ihr hier öfter die gemacht habt, dass hier Shadrat von Gegnern überrannt wurde, einmal von der Eisernen Horde, also Iron Horde, beziehungsweise auch von Dämonen, je nachdem in welchem Teil ihr seid. Und diese bringen auch alle Ruf für die Fraktion. Also sprich, das ist eine relativ stumpfe Ruf-Fraktion.
Grind-Fraktion, wobei ich sagen muss, am effektivsten farmt ihr einfach Ruf hier im unteren Teil, also sprich im Hafen. Da sind Non-Elite-Mobs, wenn ihr die einfach umhaut, ihr kriegt nicht viel Ruf davon, aber immerhin ein bisschen was, zumal durch den Handelsposten wird euer Ruf auch ein bisschen erhöht. Also sprich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, 10 oder 20% sind sogar, also ist das gar nicht so schlecht. Ich könnte nochmal nachgucken, wie viel Prozent es denn sind. Es steht ja auch dran, wenn wir hier nochmal auf den Architektentisch gehen. Und zwar hier, Rufzuwachs 20% waren sogar. Ja, also sprich, da kriegt er schon ein bisschen was an Ruf mehr. Und ja, das lohnt sich natürlich auch für die anderen Fraktionen. Also sprich, wenn ihr Ruf habt, dann ist es immer schön, wenn ihr den Handelsposten auf Stufe 3 noch dabei habt. Also meine Empfehlung, farmt hier am besten unten bei den Non-Elite den Ruf, weil bei den Elite bekommt ihr nicht sonderlich viel mehr. Und die brauchen einfach tendenziell doch länger umzuhauen, weil sie einen höheren Life-Pool haben. Deswegen einfach die Non-Elite umhauen und die Sache ist eigentlich geritzt. Natürlich könnt ihr das auch in der Gruppe farmen. Ich persönlich habe das jetzt alleine gefarmt, immer so nebenbei. Aber in der Gruppe geht es natürlich auch. Ja, dann sind wir soweit auch schon wieder am Ende von diesem ersten kleinen Guide-Video. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, beziehungsweise mir auch Feedback hinterlasst, was euch nicht gefallen hat oder was euch gefallen hat. Das ist mir immer ganz wichtig, dass ich da auch hingehend ein bisschen agieren kann. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.